Hallo und herzlich willkommen zum Tanzkörpertraining. Ich bin Marita und du siehst hier ein Video aus einer Reihe, wo ich eigentlich über Yoga im Alltag rede und so verschiedene Übungen zu verschiedenen kleineren oder größeren Problemen zeige und erzähle und erkläre. Ganz viel von diesen Ideen kommen aus Coaching-Calls, die ich anbiete für Leute, die selbst mit Klienten oder Patienten arbeiten und da gern so ein bisschen Yoga-Input ihren Klienten mitgeben wollen. Das können mentale Sachen sein. Ich habe mit einer Psychologin letztens geredet, werde ich bestimmt auch nochmal ein Video dazu machen. Das können aber auch ganz körperlich bezogene Probleme sein. Und heute soll es nochmal gehen um Probleme, die in der Schwangerschaft auftreten können. Da habe ich mit einer Frauenärztin letztens gesprochen, die gern ihren Patientinnen da die eine oder andere Übung mitgeben möchte. Meistens ist ja da gar nicht so viel Zeit, ne? In so einer Beratung ist nicht viel Zeit. Also falls du jetzt selber mit Klienten arbeitest, weißt du das vielleicht. Und musst dann eben schauen, mache ich da was, mache ich da nichts. Aber vielleicht schafft es eine Übung. Und eine Übung kann schon einen riesen Unterschied machen für jemanden, der irgendwie ein Problem hat und diese Übung dann einfach regelmäßig macht und vielleicht das Problem dadurch lindert oder löst. Und wir hatten im letzten Video schon mal gesprochen über ein häufiges Problem, nämlich die Ischiasbeschwerden, die in der Schwangerschaft noch mal ein bisschen öfter auftreten als sonst. Wir haben aber noch einige andere Dinge offen und was ich hier bearbeiten möchte oder wozu ich dir jetzt was erzählen möchte, das ist das Problem der schweren Beine. Das heißt, dass das Blut sozusagen einfach so wie gefühlt nach unten in die Füße sackt und man das Gefühl hat, oh, die Füße sind schwer und dick vielleicht auch. Und ne, es gibt ein bisschen zu Wassereinlagerungen, da ja verschiedene Abstufungen. Und das Grundproblem dahinter ist ja meistens, dass einfach der Rücktransport durch die Venen nicht mehr gewährleistet ist. Das heißt, das Blut pumpt wunderbar, das Blut, es fließt ja dann auch sowieso nach unten durch die Beine bis in die Zehen hinein und dann muss es durch die Venen wieder nach oben, allein durch diesen Druck, den das Herz eben aufbringt beim Pumpen. Und dann muss es eben durch die Venen fließen und vielleicht weißt du, dass dann mit den Venenklappen, die quasi in der Vene sind, ne, das ist die Vene und dann kommt hier so eine Klappe und da fließt das Blut durch, dass da verhindert wird, dass das Blut wieder nach unten durchfließen kann. Und wenn die Vene sich aber sehr stark weitet und öffnet, dann kann es eben sein, dass das nochmal irgendwie durchgeht und dass das dann eben doch dazu führt. Das heißt, alles, was wir hier machen, das ist eben nicht nur für schwere Beine interessant, sondern auf jeden Fall auch, wenn du Probleme hast mit Krampfadern, Besenreisern und solchen Venengeschichten. Genau. Die erste und einfachste Übung: Füße hochlegen. Liest man auch überall, ne? In allen Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Aber einfach nur auf die Couch und die Füße ein bisschen höher als das Herz, das ist so eine Variante. Ich persönlich mag eine Variante sehr gerne, wo man die Beine wirklich ziemlich hochlegt. Ich mache das jetzt mal hier. Man kann es aber auch an der Wand machen. Das heißt, du rutschst wirklich mit dem Po so nah wie möglich zu der Wand. Und wenn die Wand jetzt hier ist, dann sind es halt wirklich 90 Grad und legst die Beine da ab. Die können auch ein bisschen gebeugt sein, ist völlig egal, wie das aussieht. Und dann bleibst du da liegen. 10 Minuten, solange du noch auf dem Rücken liegen kannst in der Schwangerschaft. Super Sache. Ansonsten kann man das ganz sicher auch variieren. Das habe ich persönlich noch nicht ausprobiert in meinen Schwangerschaften, aber man könnte ausprobieren, wenn du jetzt merkst, ah nee, du hast schon dieses Vena Cava-Syndrom, wo dir dann ein bisschen schwindelig wird, wenn du dich auf den Rücken legst. Dann legst du dich vielleicht auf die Seite und lässt nur ein Bein nach oben ausgestreckt an der Wand. Auf jeden Fall lass das ruhen. Komm hier wirklich an. Vielleicht legst du noch die Hände auf den Bauch und redest innerlich so ein bisschen mit deinem Baby, wenn du Lust hast. Genau, kannst du die Zeit gleich auch noch dafür
nutzen und die Beziehung zu dem kleinen Bauchwesen da stärken. Ich bin übrigens hier selber schwanger, sieht man vielleicht. Und genau, das ist die erste Übung, ganz einfach. Was da passiert, ist eben, dass der Rücktransport jetzt durch die Schwerkraft unterstützt wird, dass das Blut quasi von allein wieder zurückfließt und dadurch auch so eine Art Sog entsteht, der es dem Herzen auch erleichtert, dass es nicht ganz so viel Kraft quasi aufwenden muss, um diesen ganzen Kreislauf im Fluss zu halten, sondern dass eben einfach durch diesen Sog zurück oder ja, dadurch, dass der Rückfluss durch die Schwerkraft unterstützt wird, das auch für den Kreislauf nochmal ein interessanter Impuls ist, weil der nochmal ganz anders arbeitet. Und genau, also es ist auf jeden Fall eine gute Sache in verschiedener Hinsicht. Dann gibt es noch Übungen, also das ist jetzt eher so was Entlastendes, wo die Venen dann vielleicht auch wieder so ein bisschen, ne, zusammengehen, weil sich das eben entstaut. Alles, was aktiver ist, und wirkt in diesem Fall, zielt darauf ab, dass die Muskelpumpe in den Beinen aktiviert wird. Wir hatten gerade schon das mit den Venen. Und wenn die Muskeln drumherum aktiv werden und so rhythmisch bewegt werden, dann drücken die eben die Venen immer mal so zusammen und dann wird das Blut auch mal wieder nach oben geschoben und transportiert. Das heißt, es wird da quasi von der Aktivität der Muskulatur in den Beinen auf jeden Fall sehr unterstützt, dieser Rückfluss. Und dafür gibt es verschiedene Übungen. So. Muss ich gucken, was man hier sieht. Das nicht. Ganz einfache Sache, du stellst dich hin und ziehst die Zehen nach oben und hältst das, zählst bis 8, guckst mal, ob du dabei lang und tief weiter atmen kannst. Ich bin noch da. Und dann löst du das wieder nach ungefähr 8 Zählzeiten. Und das kannst du dreimal wiederholen. Also nochmal hochziehen, halten, ganz langsam bis 8. Und dann wieder loslassen. Genau. Ganz einfache Sache und da hast du schon einiges hier aktiviert. Andersrum kannst du natürlich auch die Fersen heben. Hier einfach mal oben bleiben und dann wieder senken und das wiederholen. Wenn jemand da wackelig ist, dem du das erzählst, oder wenn du selber wackelig bist, wenn du es ausprobierst, dann halte dich einfach irgendwo fest, also in der Nähe von der Tür, von der Wand, von einem Geländer. Das zu machen, ist ja keine Schande. Und es muss auch übrigens nicht klappen. Der Körper lernt ganz viel, gerade wenn es nicht klappt, über seine Balance, übers Balance halten. Und das ist auch in der Schwangerschaft keine schlechte Sache, das einfach zu üben. Das heißt, dem Körper die Möglichkeit zu geben, so eine kleine Spielwiese zu haben zwischendrin. Und diese Übung kannst du ja auch jederzeit machen. Also beim Zähneputzen oder während du im Supermarkt an der Schlange stehst. Das fällt keinem auf, ne? Ob du da mal ein bisschen hier nach oben gehst und wieder nach unten. Und man kann das Ganze auch, jetzt stelle ich dieses Stativ ein bisschen weiter weg, damit du mich sehen kannst. Und du kannst natürlich auch nach oben gehen und dann wieder nach unten gehen. Nach oben. Und vielleicht atmest du hier ein, öffnest die Hände so ein bisschen und ausatmend wieder nach unten. Einatmend ein bisschen nach oben, Hände öffnen. Ausatmend nach unten in die Knie. Einatmend nach oben. Ausdehnen. Ausatmend in die Knie. Vielleicht gehst du irgendwann mal ganz nach oben. Lässt die Hände wirklich Richtung Himmel sich heben und aufstehen und ausatmen, wieder senken. Genau, also das ist auch eine wunderschöne Übung. Eine dritte Sache, die du machen kannst, ist die Verjüngungskur der tausendjährigen Kaiserin. Stehe ich auch wieder weiter weg hier. Dazu
stellst du die Füße ein bisschen breiter auf. Kannst die Hände einfach so ein bisschen aktivieren, wenn du möchtest. Das kommt ursprünglich aus dem Qigong. Und lässt dann dich einfach so ein bisschen ins Wippen kommen. Genau. Mach da einfach mal weiter, falls du gerade mitmachst. Und da kannst du auch mal ein bisschen das Gewicht nach rechts, ein bisschen nach links verlagern. Und vielleicht merkst du auch, wenn du dabei so ein bisschen nach vorne und hinten schaukelst, wann du den Kontakt besonders gut spürst zum Boden, wann du dich besonders gut verwurzelt und verankert fühlst. Vielleicht merkst du auch so eine Verbindung zwischen den Sitzbeinknochen und den Fersen. Das ist übrigens auch eine schöne Beckenboden aktivierende Übung, die den in so eine ganz elastische Grundspannung bringt im Idealfall. Und auch das kannst du eigentlich immer mal wieder einbauen. Beim Zähneputzen oder beim Sachen aussuchen vom Schrank oder was auch immer. Warum ich solche Sachen immer sage, ist, weil dieses Verankern im Alltag ganz viel hilft, wenn du wirklich eine Gewohnheit etablieren möchtest. Das heißt, man nimmt sich ja so oft so schöne Sachen vor und macht die dann nicht, weil man einfach nicht dran denkt und dann nach 3 Wochen oder nach einer Woche voller schlechten Gewissens feststellt, dass man es nicht geschafft hat. Und das macht es auch nicht besser. Also dieses schlechte Gewissen hilft nicht. Im Gegenteil, das belegt das Ganze dann noch mit einer negativen Emotion. Brauchst du alles nicht. Mach das einfach immer, wenn du Zähne putzt, immer wenn du vom Waschbecken stehst, immer wenn du da und da bist, an dem und dem Ort und dein Kopf wird sich viel besser daran erinnern. Probier das einfach mal aus und sei auf jeden Fall auch lieb zu dir, falls du es mal nicht schaffst. Völlig in Ordnung. Mach es einfach am nächsten Tag wieder oder gleich jetzt. Noch eine letzte Übung. Für diese Muskelpumpe, die bei schweren Beinen vorbeugend helfen kann. Auch da stelle ich dir hier wieder die Kamera um. Auf einen Block. Das ist ein Yoga-Block. Aber den brauchst du nicht. Du brauchst eine Treppe. Im Idealfall nimmst du einfach eine Treppe. Und auf diese Treppe stellst du deine Füße so mit dem Ballen drauf. Und dann lässt du die Treppe kann auch nicht so wippen wie dieser Block, ne? Das ist ein großer Vorteil der Treppe. Und dann lässt du einfach die Fersen so ein bisschen tiefer sinken, als die Treppe ist und drückst dich dann wieder hoch. Und vielleicht magst du das mit dem Atmen verbinden, um das ein bisschen leichter werden zu lassen. Ausatmen nach unten. Einatmen lässt du dich nach oben getragen werden vom Gefühl her, dass dein Becken auch so ein bisschen mit nach oben gehoben wird mit der Einatmung und ausatmen sinken die Fersen wieder. Und da hast du viel getan, auch für die Wadenmuskulatur natürlich. Die wird hier im Wechsel gedehnt, wenn die Ferse hier tiefer ist. Und dann eben wieder angespannt, wenn die Ferse nach oben gedrückt wird. Genau. So, jetzt hast du schon einige Übungen. Mal gucken, was dir am besten gefällt. Wenn dir irgendwas davon gefällt, du was ausprobierst. Und was funktioniert oder auch nicht funktioniert, dann schreib mir das gerne nach unten, da unten in die Kommentare. Und ich verlinke dir jetzt noch verschiedene Dinge. Nämlich zum einen, falls du selber mit Klienten arbeitest und Lust hast, mit mir einfach ins Gespräch zu kommen, biete ich gerade eine kostenlose Aktion an, wo du 20 Minuten mit mir reden kannst. Einfach kostenlos mit mir telefonieren. Oder am besten eben per Internet-Telefonie, wo man auch Bild dabei hat. Und ich sage dir eben zu dem Problem, das deine Klienten immer mitbringen oder das du für dich hast, so ein paar Übungen, die du mitnehmen kannst. Und ansonsten wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Teil das Video mit allen, wo du weißt, die haben vielleicht die gleichen Probleme. Und wenn du Lust hast, abonniere meinen Kanal. Ich freue mich darüber und ich freue mich auf jeden Fall, dich bald wiederzusehen. Bis dahin, tschüss! Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du es mit anderen Leuten teilst oder meinen Kanal abonnierst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin!